Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei World War II Rebuilder in einer neuen Aufnahmesession, in einem neuen Livestream. Und ja, das letzte Mal haben wir die Hälfte geschafft, wir haben Gimbert geschafft und Necropolis. Jetzt soll die Londoner Innenstadt folgen. Und zwar, ja, Londoner Innenstadt, hier oben steht es auch nochmal. Das schwere Gerät ist endlich da. Jetzt ist es möglich, fortgeschrittene Abbrucharbeiten auszuführen. Du wirst mit dem Gebiet in der Nähe der St. Pauli-Kathedrale zugewiesen. Es ist an der Zeit, neue Wohnhäuser im Herzen Londons zu bauen. Okay, wir müssen auch direkt neue Wohnhäuser bauen, nicht nur abreißen, sondern abbauen. Ich bin sehr gespannt. Wir legen mal los. London City. Ich bin sehr gespannt, dass die ältesten Teile von London nicht schwere Schäden von Raids erhielten. Ich wusste, London wurde bombt, über und über wieder. But these old streets seem to belong to the Empire's safe core that war has no access to. In reality, we witness destruction of no lesser severity than in other boroughs. Over the ruins looms the cathedral, miraculously untouched. A few miles south of here, the guns of some German Messerschmitt ended my big brother's life. Thanks to the sacrifice of his, as well as of many other pilots, originating not only from the States of Commonwealth, but also from Poland and Czechoslovakia. There is still anything left to be rebuilt here. Jetzt kommen wir zu größeren Schäden in der Innenstadt. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wie der Abbau und Aufbau stattfinden wird. Mal gucken. Okay, nur schade, dass der Ladescreen nicht in diesem Video versteckt war. Das wäre noch schöner gewesen. Willkommen in London City. London hat während der mehr als 8 Monate andauernden Bombenangriffe der Nazis sehr gelitten. Der Bitzkrieg verschonte nicht. Ups. Nicht einmal die Ältesten. Reine zivile Teile der Hauptstadt, wie zum Beispiel die City. Das Viertel war voll von Bränden, Rauch und Trümmern, über dem man die St. Paul's Cathedral sehen konnte. Wie durch ein Wunder blieb die Kirche von schweren Schäden verschont. Da sie sich in einem Zustand ständiger Bedrohung befand, bewältigten die Londoner den Stress, indem sie den sogenannten Blitzkrieg-Geist zeigen, der am besten mit dem legendären Slogan "Bleib ruhig und mach weiter" beschrieben wird. In diesem Level findest du schwebende Tutorial, ja, das wissen wir ja, das haben wir ja schon mal alles gehört. Dann starten wir rein. Du hast die Fähigkeitspunkte. Ach ja, wir haben ja neue Fähigkeitspunkte, weil wir die letzte Mission beendet haben. Wie ging das nochmal? Wie gesagt, neue Aufnahmesession, sorry. Also, wir haben ja gelernt, der Rucksack ist das Allerwichtigste. Weil wir andauernd voll waren und deswegen gehe ich da auch direkt wieder rein. Also der Rucksack war jetzt wirklich wichtig. Schaufeleffizienz. Ups, jetzt bin ich hier wieder verrutscht. Warte mal, hier. Es ist langweilig, die Dinge verbunden aufzunehmen. Wir können es dir leichter machen. Aber ich finde, das geht jetzt eigentlich alles noch. Aber die Erkennungsdauer von Gegenständen wäre nice, beziehungsweise auch die Wartezeitreduzierung oder auch die Reichweite. Ich erhöhe mir die Reichweite und dass wir es länger sehen können. Ich denke, das ist okay, dann können wir noch besser aufräumen, beziehungsweise die Sachen erkennen. Das hilft mir dann. Okay. Jetzt erstmal klarkommen. Ich finde es immer noch schade, dass man HUD nicht ausblenden kann. Aber gut, so ist es halt. Leider. So, hol den Bus aus dem Loch. Okay, beseitige die Trümmer des zerstörten Hauses. Entferne die Unglücksstelle. Okay, das zählt als Schutt, weil das jetzt quasi Baumaterial ist. Mausrad konnte man die Sachen auswählen, genau. Wie gesagt, neue Aufnahmesession erstmal wieder klarkommen. Ich entschuldige mich dann nochmal, dass in der ersten Folge der Timer zu hören war im Hintergrund. War auch in der Folge ein bisschen irritierend. Okay. Errungenschaft. Verlass das Fahrzeug.
Okay, wir sind aber jetzt direkt voll mit Stuff. Sehe ich das gerade richtig? Leg mal eben Zeug ab. Schubkarre. Mit der Schubkarre kannst du große Mengen an Rohstoffen transportieren. Gehe zur Vorderseite der Schubkarre und wähle den Rohstoff aus, den du hineinlegen oder herausnehmen möchtest. Um den Rohstoff auf die Schubkarre zu legen, drücke linke Maustaste, um den Rohstoff von der Schubkarre in der Tasche zu nehmen, rechte Maustaste. Okay. Könnt ihr zum Beispiel... Okay, man sieht's. Okay, es gab sogar auch eine Rundschaft. Man kann die Sachen dann da reinlegen. Ist dann ganz nice. Erleichtert dann stellenweise die Sache. Und noch ein Achievement. Okay, jetzt geht's aber hier ganz schön schnell gerade. Ich schaufel mal weg, was wir schaufeln können. Scheiße. Ist was größer hier? Dann zerkleinern wir auch, was wir zerkleinern können. Ich glaube, das war's. Hier müssen wir dann Schutt reinpacken. Das richtig gesehen habe. Können wir ja gleich mal ausprobieren mit dem Schutt, den wir jetzt hier haben. Konnte ich das jetzt hier auch? Okay, das kann man hier auch alles zerkleinern. Hätte ich jetzt nicht als Müll quasi angesehen, aber gut. Dann machen wir doch mal hier. Das müsste man heutzutage in Deutschland Straßen machen hier. Das so einfach gehen würde. Würde ich mir auch so ein Stück Schutt in die Hand nehmen und zack, jede Straße reparieren mal easy peasy. So, das hier können wir auch noch entfernen. Schwebenden Baum. Muss dann aber alles einzeln auswählen und kann das dann als stationäre... Oh Gott, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gut, nutze jetzt mal das Ding. Ich gucke mal, ob mein Inventar sich dann füllt. Nö. Okay. Ist das denn dafür gedacht hier? Gebäude? Ah, dafür ist es gedacht. Ich verstehe. Ja, okay. What the fuck, ey. Dafür ist der Bulldozer natürlich gedacht. Um hier quasi Wände einzureißen. Auch wenn das sich nicht so einfach anfühlt. Aber es geht dann doch... Alter, doch sehr viel schneller als mit dem Hammer. Zwei Errungenschaften bekommen, okay. Baue ein neues Haus. Der Bulldozer wird verwendet, um schweren Schutt, der auf der Ebenefläche liegt, zu verschieben. Ah, das kann ich dann, wenn der Bus raus ist, dann in das Loch reinschieben. Ich verstehe. Geh zum Bulldozer, drücke F, um ihn zu fahren. Drücke F, um ihn zu verlassen. Hebe oder senke die Schaufel mit linker Maustaste. Hier kann ich nichts heben oder senken mit der Maustaste. Aber gut,
Schwerbeschädigte Gebäude können mit einem Abrissbirne oder einem Bulldozer vollständig zerstört werden. Um die Abrissbirne zu verwenden, befestige sie am Kranhaken, schwinge sie und treffe das Gebäude. Ja gut, hätte ich jetzt auch machen können, aber ich habe jetzt anscheinend den Bulldozer benutzt. Nach dem Einhängen an den Haken kann die Abrissbirne zum Abriss stark beschädigte Gebäude verwendet werden. Die Abrissbirne kann auf die gleiche Weise wie andere Objekte am Kran befestigt werden. Greife den Kranhaken, indem du F drückst und verbinde ihn mit der Abrisskugel mit der linken Maustaste. Während du den Kran steuerst, schwingt die Abrissbirne kräftig und schlage die beschädigten Gebäude und schlage auf das beschädigte Gebäude, um es zu zerstören. Okay. Ja, haben wir in dem Fall ja jetzt hier gerade gemacht. Können wir das Flugzeug dann auch da rausziehen mit dem Kran? Der Kran wird verwendet, um schwere Gegenstände zu heben und sie an der gewünschten Stelle zu platzieren. Geh zum Kran, drücke F, um ihn zu fahren, drücke F erneut, um das Fahrzeug zu verlassen. Hebe und senke den Haken, indem du die Taste Q und E gedrückt hältst. Außerhalb des Krans kannst du den Haken greifen, indem du F drückst. Aha, okay, müssen wir alles mal gucken. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht das auch ein bisschen schlecht, ne? Also irgendwie interagiert das auch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Wie ist es denn jetzt mit dem, was, mit dem Flugzeug hier? Okay, also für mich ist das ja jetzt eigentlich verbunden. Ah, okay, wow, das, okay. Man muss das gar nicht so logisch denken, sondern auch einfach unlogisch. Ich habe mir das Ohr viel zu kompliziert vorgestellt. Ja, wie gesagt, man muss das Ganze nicht logisch angehen. Das geht auch ein bisschen. Mit Fantasie geht das auch. Ja. Wir zerstören ja gerade nur noch mehr von der Innenstadt. Jetzt möchte ich das Ding ganz gerne abschmeißen. Jetzt kann ich das dann auch auseinandernehmen, okay. So. Zack. Nehmen wir mal den Bus da raus. Oh! What the fuck? Okay. Oh, nice, ey. Leid der Bus durch die ganze Karte. Ja, nicht genug Rohstoffe. Wir gucken mal, ob wir das Loch jetzt hier befüllen können. Füll das Loch auf. Ja, mit dem
Mit der Abrissbirne, mein Gott, ich kam gar nicht drauf. Machen wir das dann gleich auch nochmal. Oh. Ja, es ist nicht so einfach hier. Nö. Jetzt nicht mit dem Ding da reinfahren. Nicht so einfach hier mit dem Ding zu wenden und überhaupt. Ah, das ist cool. Dann kann ich die Sachen direkt kaputt machen. Ich möchte das ganz gerne aber mit der Abrissbirne kaputt machen. Auch wenn das jetzt nicht so hoch ist, aber ich will das zumindest alles mal probiert haben, diese Mechaniken. So. Eine weitere Errungenschaft gab das. Okay. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen auch, ne? Ein bisschen ist gut. So viel Zeug, wie hier liegt. Ja, wir haben das ja jetzt auch alles in Schnellverfahren gemacht. Neue Bef Ja, wir wissen, wie die errichtet werden können. Das haben wir schon mal gemacht. Auch wenn das letzte Aufnahmesession war. Aber ich denke, das kriege ich noch hin. Wir entrümpeln jetzt hier erstmal alles. Die ganz schnelle Art und Weise. So. Machen wir mal hier weiter. Sandsäcke brauchen wir auch nicht mehr. Hier ist eine Erinnerung. Okay, da ist eine Bombe da gelandet und hat halt das Loch da reingerissen und den Bus da beschädigt. Wir legen auch hier mal wieder. Nein, reinlegen. Achso, das ist voll. Kann da nichts mehr reinlegen. Okay. Dann machen wir es anders. Metall. Das hier. So. Eigentlich müsste ich das auch nochmal alles hier erstmal rausnehmen. Meint ja ganz nice, wenn wir später hier das Haus mauern müssen oder so. Dass wir da die Ziegelsteine reinpacken, aber sonst finde ich die Schubkarre, glaube ich, irgendwie nicht so sinnvolle gerade aktuell. Weil der Weg jetzt hier auch gerade noch nicht so weit ist, vielleicht deswegen. Aber wenn wir die Schubkarre mit Ziegel beladen, dann können wir dann besser das Haus bauen, denke ich. Das macht schon Sinn. Wird jetzt gleich, wenn Schutt wieder voll ist, werde ich hier mal die Straßen noch weiter reparieren. Hier kann ich jetzt nichts weitermachen, ne? Das bleibt dann so, wie es ist, okay. Gehen wir mal überall rüber. Da müssen wir gleich mit dem Hammer mal zerkleinern. So, füllen wir mal die Löcher auf. Wir auch ein bisschen Schutt los. Hier drunter auch noch. Na. Ja, mit der Schaufel geht es dann doch besser, diese ganzen Teile schneller aufzusammeln. Aber mit dem Schutt, was wir hier haben, kriegen wir locker alles aufgefüllt hier aktuell. Dann machen wir wohl erstmal die Straße hier, würde ich sagen. Okay, wir sind wieder voll. Voll mit Schutt.
Bringen wir mal eben was weg. Hier können wir auch nochmal auffüllen. Und wie gesagt, das Gebäude da gleich werden wir mal mit der Abrissbirne mal bearbeiten. Ja, und hier die. Ist das eine Messerschnitt oder ist Schmidt oder ist das eine Stuck? Ich weiß es nicht genau. Stuka, ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall das kaputte Flugzeugwrack mal schön beseitigen hier. Irgendwie muss ich da mal hoch, wenn es geht. Ah, okay, wir können so rüber. Stück für Stück. Auf jeden Fall sehr lange Arme, mit denen ich dann dahin auch noch alles brennschneiden kann. Ja, okay, man sieht das hier auch stellenweise nicht so gut. Kommt man stellenweise nicht so gut dran. Okay, das hat aber geklappt. Wunderbar. Dann trennen wir das hier direkt mal von oben am besten ab. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Hätte, glaube ich, auch das Flugzeug aus den Trümmer heraus reinsteigen können. Hätte das gar nicht rausziehen müssen, aber ich wollte ja mal die Mechanik mal ein bisschen lernen. Okay, das müssen wir wahrscheinlich dann noch von unten machen. Okay, das sieht man hier kaum. Sieht man leider wirklich sehr schlecht nur. So, da ist es dann abgefallen. Hier war noch ein Stück. Oh Gott, hier müssen wir auch noch alles abmachen. Gut, ich würde sagen, jetzt zum Ende der Folge machen wir noch dieses Flugzeug hier zu Ende. Haben wir schon mal ein Trümmerfeld weniger. Man sieht es hier auch stellenweise echt alles ein bisschen schlecht. Ich versuche jetzt hier erstmal da, wo es halt geht, jetzt zu machen. Alles andere machen wir dann nochmal explizit hier an den Ecken. Ja gut. Okay.
wird langsam. Da unten. Muss ich das ganze Ding wahrscheinlich wieder drehen? Ja, da muss ich mal eben gucken, kann ich das hiermit auch eben umschmeißen? Nee. Hiermit tatsächlich gar nicht. Mach das mal eben zur Seite, dahin, wo wir schon mal aufgeräumt haben, damit das nicht im Weg steht. Dass wir es hier so hinstellen. Hier stört es nicht. Dann müssen wir es wohl nochmal am Kran hängen. Was ist... Die Verbindung ist zu kurz. So wird es hier nochmal jetzt. Ah, okay. Dann geht es vielleicht ja jetzt doch irgendwie... Wenn wir es vielleicht minimal jetzt verrücken können. Oh, nice. Okay. Es ist halt auch nicht immer irgendwie einfach zu sehen, wo was zu schneiden ist. Muss da nicht reinkriechen, oder? Das nicht, aber ich sehe. Da sehe ich noch. Es müsste, ich hätte es wahrscheinlich am Kran hängen lassen müssen, oder? Und dann hoch und runter ziehen sollen, wie ich das brauche. Das wäre, glaube ich, ich kann mich halt nicht ducken. Kann nicht quatschen oder so, das geht leider nicht. Das würde es hier deutlich einfacher machen. Da ist die Stelle, da komme ich halt nicht dran. Schade, dass man nicht ein bisschen freie Schnauze schneiden könnte, wenn man sagt, okay, das Element kann man halt zerschneiden. Man das dann einfach ein bisschen selber machen kann. Dass die Linien halt festgesetzt sind, festgelegt sind, wie man zu machen hat. Okay, ich fahre da einfach easy peasy drüber. Oder sogar durch. Kann da jetzt auch nichts mehr dran machen, ne? Es geht halt nicht mehr. Gut, ich werde jetzt mal zwischen den Folgen gucken, dass ich das hier gefixt bekomme. Und dann sehen wir uns ja in der nächsten Folge wieder für euch dann in 2 Tagen. Dann werden wir hier mal weitermachen in der Innenstadt von London. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.